Rumänische Resterampe, so wurde Dacia anfangs verhöhnt beim Markenauftritt 2010. Als dann 2013 rasch folgend das SUV Duster auf den Markt kam und bei uns einen Gastauftritt hatte, waren wir durchaus beeindruckt. Wir schauen kurz zurück und dann vorwärts auf das Erfolgsmodell 10 Years After. Nun tun wir das, was die wenigsten mit solchen Fahrzeugen machen. Wir bringen uns in eine möglichst schlechte Ausgangsposition, denn der Sandberg vor uns ist deutlich steiler, als das Bild vermuten lässt. Weil wir es genau wissen wollen, knallen wir also nicht mit Karacho rauf, das kann jeder. Mitten auf der Schräge anhalten und dann sehen, ob der Allradantrieb uns aus dem rutschigen Sand rausziehen kann. Wir urteilen nicht leichtfertig, aber hier sind wir ziemlich von den Socken. Genau an diesem Hügel sind wir schon mit wesentlich teureren Allrad-SUVs stecken geblieben. Wir hatten vergessen, dass der Duster in modifizierter Version sogar die Rallye Dakar überstanden hat. Wahnsinn! Die Allradtechnik stammt übrigens aus dem Regal von Renault Nissan und hat sich in fast baugleicher Form bereits im Qashqai bewährt. Aber gerade das Rustikale des Duster wird im Gelände zum guten Gefühl. Wo nichts ist, kann nichts kaputt gehen. Deshalb jetzt das Ganze nochmal mit etwas Schmackes und im zweiten Gang. Tja, die Autoindustrie spielt Happy Hour. Neuwagen zum halben Preis. Da mag der Pessimist denken, nimm zwei. Aber nach 10 Jahren ist der Duster etabliert und ein Bestseller. Nun auch mit eigentlich überflüssigem Zierrad und mit stolz präsentiertem neuen Logo. Wenigstens nicht noch ein kreisförmiges Logo und so sieht das dann am neuen Duster aus, hier in der Version Extreme. Damit sollen nicht die Offroad-Eigenschaften beschrieben werden, sondern die höchste Ausstattungsstufe der Dacia-Modelle. Und da protzt es für rumänische Verhältnisse mit extrem viel Dekor. Topografische Muster allenthalben, Kupfer als Kontrastfarbe zum Zedergrün. Generell zeigt der Duster aber eine verblüffende Modellkonstanz. Die Rückleuchten mal ausgenommen. Das SUV wird außerhalb von Europa als Renault Duster verkauft, überall ziemlich gut und profitabel. Der Slogan, Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen, war schon immer amüsant, denn auch automobile Bescheidenheit ist ja imageprägend. Nach wie vor reicht für das Marketing der billige Preis. Klar, man kann einen Duster so um 17.000 abstauben. Der Extreme beginnt bei gut 20.000 Euro und kratzt in der Top-Version mit Allrad die 25.000. Der Bestseller ist der CCE 150 mit ebenso vielen PS und es gibt noch den Diesel Blue DCI mit 116 PS. Zu rustikal und reduziert gilt nicht für jedermann, denn viele freuen sich genau über diese Abwesenheit dieser nervig piepsenden und überflüssigen Assistenten.